Zu lange hat die Krone die politischen Rechte unserer Vasallen eingeschränkt. Die Zeit ist gekommen, dem Rat mehr Macht zu verleihen. So steht es geschrieben in einem Brief von Evert von Bremen an uns. Und der Evert von Bremen ist nicht alleine, er hat auch noch politische Unterstützer, die sich seiner Sache angeschlossen haben. Was für ein Skandal, was für ein Frevel. Der ganze Hof ist in Aufruhr. Ja, und wir müssen jetzt entscheiden, wollen wir uns fügen oder wollen wir diese Vasallen zurechtweisen? Und unser edler Herrscher, unser edler König Notheri der Alte von Friesland, seinen 69 Jahren, der lässt sich natürlich nichts sagen. Ne? Der lebt in seiner eigenen Welt und bekommt von nichts mit, ist ein edler Herrscher und will natürlich jetzt hier sich nicht irgendwie fügen und dementsprechend werden wir uns nicht erpressen lassen und werden schauen, dass wir hier den Leuten zeigen, wer hier der wahre Herrscher ist. Wir werden gleich mal schön die Einheiten ausheben und werden mal schauen, wie wir die jetzt hier zusammenbekommen. Das ist ja immer das Schwierige. Wir lassen uns nicht erpressen. Haben jetzt eine Revolte am... Ich will keinen Namen nennen. Am Hintern. Von 500. Hier unten 3800. Ihr müsst außen rum gehen. Vielleicht schafft ihr das noch. 3800 hier unten. Das wird etwas knapp jetzt hier. 355 hier oben. Selbst wenn wir unsere Truppen jetzt zusammenbekommen, wird das nicht so einfach. Wir haben ganz viel Geld, das heißt, wir werden uns Söldner holen. Wir brauchen nur einen Stack mit Söldner und dabei auch nicht die größten. Ich überschlag mal ganz kurz. 1500. Ja, wir kommen wahrscheinlich so auf 2000, 2400, irgendwie sowas. 2500. Das heißt, wir bräuchten schon nochmal so 2000. Würde ich jetzt vermuten. So 2000. Die wären relativ günstig, die 1800. 2400 für 10. Wir werden uns die mal holen. Und schauen mal, ob wir uns hier oben sammeln können. Währenddessen wird ein neuer Hofspitzel eingesetzt. Mit mageren 12 Punkten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er unsere Einheiten gleich mal abfängt. Er hat es versucht, die abzufangen. Du gehst außen rum. Wir können ja mit den 4000, auch wenn die noch nicht wirklich volle Moral haben, können wir gleich die 500 abfrühstücken, wenn er schon hier reinmarschiert. Dann sind die nämlich gleich mal weg. Hier oben 300, das ist schade, die hat er jetzt erwischt. Aber ansonsten, dadurch, dass wir so viel Geld auf der hohen Kante haben, sollten wir auch wieder jetzt schaffen, die Macht des Rates unten zu halten, zu unterdrücken. Was ganz okay ist. 4500, ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. So, kann ich euch vielleicht mal auflösen, Leute. Können ja schon mal hier runter, wobei hier sind gerade auch noch mal. Wir gerne die 28 hier holen. Die hier alleine einfach noch herumstehen. So, wir können hier oben belagern, wir müssen hier unten belagern. Was wir erst machen ist aber... hier noch ein bisschen aufzuräumen. Oh, loyale Veteranen als auch diverse Glücksritter haben sich nach Ostfriesland aufgemacht, um gemustert zu werden. 247 Mann erscheinen in Ostfriesland. Ja, super. Das ist ja perfekt. Dann 1000 hier. Ja, ist schon echt ganz schön Einheiten hier. Also ohne Söldner klappt das nicht. Aber wobei, wenn ich das jetzt hier so sehe... Wo kommen denn die ganzen Leute her? Wir haben jetzt auf einmal 7000 Einheiten. Wo kommt denn die jetzt auf einmal her? Habe ich mich verzählt am Anfang? Wahrscheinlich.
Na gut. Lieber zu viel wie zu wenig. So, wir holen uns die 1000. Burgstädtchen wurde gebaut. So. Dann machen wir uns gleich mal auf hier runter, bevor der hier alles wieder belagert. Kümmern uns um die 3000. In der Ratsversammlung heute Abend erzählte uns Kanzler Nechemia von einem Gerücht, das er gehört hatte. Ah, Artefaktreise. Ja, du kannst ruhig mal eine Artefaktsuche organisieren. What? Mit unseren 70 Jahren hatten wir gerade Geburtstag im Juni. Werden wir nochmal Vater? Achso, wir waren nicht hier. Königin Bundonis von Friesland hat sich offenbar einen Liebhaber gesucht. Graf Galteri von EU versucht mir meinen Titel zu entreißen. Das ist ja ein Skandal, was jetzt hier los ist. Sodom und Gomorra ist hier in unseren Ländereien. Ihn verschwinden lassen? Von wo bist du denn von hier drüben? Wir versuchen, ihn verschwinden zu lassen. So, es hat leider nicht geklappt. Wir vertrauen unserer Gattin. Wir müssen da jetzt nicht ewig lange noch rumsuchen. Und in Schleswig, war das hier oben? Ja, in Schleswig sind die Leute übergetreten. Das heißt, wir haben mittlerweile überall den katholischen Glauben hier oben. Sehr gut. Wunderbar. Das ist richtig schön. So, dann einmal bitte aufteilen. Und einmal belagern. Wo haben die denn ihre Haupt... Ach, jetzt haben die tatsächlich hier oben. Haben die ihre Hauptstadt. Dann teilen wir euch nochmal auf. Und einer bleibt hier unten. Und belagert hier unten noch ein bisschen weiter. Ich kann kaum glauben, dass es möglich ist. Aber die Schwangerschaft meiner Gattin Brundonis hat die Brundonis noch schöner gemacht, als sie schon war. Kann ich mir natürlich denken, wir als 70-jähriger alter Lüstling mit unserer 27-jährigen Ehefrau. Das sollte ich vor der Geburt doch ausnutzen. Oh Gott. Wir würden Lüstern erhalten, 25 Pietät verlieren. Hatten wir nicht die Pietätsambition? Wir haben aktuell 1000 knapp. 900. Naja, werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Komm, wir nutzen das noch kurz aus. Egal, auf unsere alten Tage. Das ist vollkommen in Ordnung. So, wo reiten diese Einheiten hin? Die friesische Revolte reitet nach Lothringen. Nach Lothringen? Moment. Hier rüber. Dann werden wir ihn verfolgen und wir können mit 1600 gar nicht richtig belagern hier. Wow. Okay. So, du gehst erstmal hier vorbei und dann Richtung Revoltenstützpunkt. Aber das ist, hat sich erledigt jetzt. Da kann er nicht mehr viel machen. Selbst die können wir nicht aufteilen. Wir sind aktuell mit 9 im Minus. Oben sind wir durch. Auf geht's Richtung Hauptstadt. Ich hoffe, die können wir etwas schneller belagern. Das ist nur ein Stamm hier oben. Das sollte ja ruckzuck gehen, 343. Das bringt uns hoffentlich ganz viel Kriegspunkte. Ich pflege regelmäßig den Kontakt mit meiner Tochter Aue. Mann. Oh, was ist denn jetzt passiert? Nein! Ist unser Sohn gestorben? Oh mein Gott. Okay. Moment, nee. Er ist nicht gestorben.
Was ist denn hier? Ach! Ach! Oh, wir haben ja die Ultimogenitur. Die habe ich ja komplett vergessen. Die Ultimogenitur ist ja bei uns drin, nicht die Primogenitur. Meine Güte! Das heißt, wir haben einen neuen... Oh Gott. Jetzt dürfen wir nicht sterben. Können wir noch ändern auf die Primogenitur? Es wäre natürlich gut, wenn er gute Werte bekommt. Ne, ich denke mal, jeder ist besser wie er hier. Wobei er sich jetzt schon einigermaßen erholt hat, das passt schon. Also wir könnten schon ganz gut mit ihm arbeiten. Aber... Uff. Was brauchen wir denn zur Umstellung auf die Primogenitur? Ah, wir haben es schon geändert. Ich kann es nur einmal ändern. Hat das Erbrecht bis jetzt nicht geändert. Bin ich sicher, ob wir nur einmal im Leben das Erbrecht ändern dürfen? Ich hätte eigentlich gedacht, das ist auch wieder abhängig von Zeit. Wir warten mal, bis wir im Frieden sind, aber anscheinend... Wenn wir jetzt sterben, spielen wir mit einem nulljährigen Sohn weiter. Oh, das ist ärgerlich. Diadbolt soll so schnell wie möglich getauft werden, auf alle Fälle. Und ich würde es sogar machen, wir legen alles auf eine Karte jetzt und lassen sogar den Papst jetzt kommen. 250 Gold, 25 Pietätspunkte. Nachdem sich die Nachricht über die grandiose Zeremonie verbreitet hat, die ich für die Taufe von Diadbolt vorbereite, bitten mehrere meiner Untertanen als Paten des Kindes ausgewählt zu werden. Unser Sohn! Ich bin mir da nicht sicher, ob unser Sohn so gut als Pate geeignet ist, weil er eigentlich, ne, er müsste ja eigentlich sauer sein, dass jetzt nochmal ein Nachfolger gekommen ist. Er müsste eigentlich sauer sein. Ja, Ultimogenitur-Nachfolge, 15 Punkte ist er sauer. Mit 15 Punkte bin ich sauer. Bürgermeister Osnat. Prinz Diadbolt. Komm, wir nehmen unseren Sohn. Wir vertrauen ihm jetzt einfach mal. Papst Clemens segnete das Kind dreimal und rezitiert ein Gebet, das seine Seele schützen soll, während mehrere Kardinäle sie dabei umgeben. Anschließend hebt der Diadbolt für die Menge hoch, die sich in der großen Kathedrale versammelt hat, und setzt ihn so dem Beifall seiner künftigen Untertanen aus. So, Prinz Diadbolt erhält vom Papst getauft. Das bringt ihm Prestige, Pietät und christliche Meinung plus 5. Heidewitzgern, das habe ich gar nicht mehr gedacht. Wenn es ein Bastardsohn gewesen wäre, wenn wir nachgeprüft hätten und herausgefunden hätten, dass unsere Ehefrau uns umgangen hat, dann wäre es natürlich... Okay, wir müssen uns jetzt irgendwie zurückhalten. Wir müssen... irgendwie Lüstern verlieren. Das war ganz schlecht, dass ich mir das geholt habe jetzt. Es kann durchaus sein, dass sie nochmal schwanger wird hier. Eieieiei. So, die Stimmung wurde leider nicht verbessert bei unserer Gattin durch die Verkirchlichung. Und wir werden sie versuchen zu beruhigen. Grausam sind wir schon, daher ist das egal. Eieiei. Haben wir eine Möglichkeit, keusch zu werden? Wir sind leider im falschen Zirkel dafür. Eieiei. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Jährchen überleben. Oder halt dann... Ja. Oder wir sind da zum Nichtstun, verdammt. Bei einem Höflichkeitsbesuch beim Abt eines nahegelegenen Klosters beobachtete ich eine Gruppe Mönche beim Übersetzen eines reich illustrierten Schriftwerks. 40 Gold für Bildung mache ich jetzt nicht mehr. Lohnt sich nicht. Ich will hier keine Kohle jetzt investieren für das. So, wir holen uns mal die 500 hier. Hier oben wird noch fertig belagert. Hat leider nicht so viele Punkte gebracht, wie ich gehofft habe. Unsere Tochter verheiratet mit König Pictland, schon wieder der hier oben von Schottland. Komm, wir machen mal akzeptieren. Ist ja eigentlich ein Bündnis dann mit dir möglich, guter Mann? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wann letztendlich dann ein Bündnis auch möglich ist.
Hier oben sind wir fertig mit dem Belagern. Wir gehen hier runter. Ah, hier rüber kommen wir auch. Haben wir hier oben dann ein... Wir haben ja jetzt ein Nicht-Angriffspakt. Ah, okay, dann machen wir mal ein Bündnis mit dir. Und wir müssen doch eigentlich mit Pommern auch ein Bündnis machen können. Hier geht es leider nicht wegen politischen Vorbehalten. Okay. Bündnisse nutze ich viel, viel, viel zu selten im Gegensatz zu EU4. Im Gegensatz zu EU4, wo das ja quasi dazu gehört, nutze ich bei Crusader Kings fast nie die Bündnisse. Ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht weil die Option in Anführungsstrichen ein bisschen versteckt ist. So nach dem Motto, du musst erst nicht Angriffspakt haben und so weiter. Aber Bündnis nutze ich wirklich sehr selten. Oh, Frieden anbieten. Er kapituliert jetzt. Nee, er will einen weißen Frieden. Abgelehnt. Weißer Friede. Ah. So, wir belagern noch weiter. 62%. Ah, hier oben reicht es einfach nicht. Hier oben reicht die Belagerung nicht. Und wieder einmal schaffen wir es, die Macht des Rates unten zu halten. Wen bekämpfen wir denn eigentlich hier? Wer ist denn das? Das ist ja hier... Da hat er sich angeschlossen einfach mal einer Armee. Und zwar oberlothringischen Armee hat er sich angeschlossen. So, wir belagern hier zurück. Das ist okay. Oh Gott, oh Gott. Jeder Husterer lässt mich kurz innerlich zusammenzucken. Ich denke, unser Regent stirbt jetzt. Ah, der ist jetzt gestorben. Deswegen hat er gehustet. Ein neuer Kanzler mit 18 Punkten. Der Gaußbert oder er mit 14. Unser Bero von Niederlothringen. Ich würde schon ganz gern ihn reinsetzen als mächtigen Vasall. Aber dafür hat er einfach zu wenig Punkte. So, Ansprüche. Und zwar am besten... Hier drüben. Und zwar, vielleicht bekommen wir einen Anspruch auf das Herzogtum Flandern direkt. Das wäre toll. So, 71%. Es ist unglaublich. Als würde das Spiel... Als würde es wissen, was ich vor dem Rechner sage. Jedes Mal. Oh, okay. Wir haben ein bisschen Geld. Das ist gut, wir können gleich mal die Leute bestechen. Und ist eigentlich er jetzt immer noch hier in... Ja, er ist immer noch im Versteck. Wir müssen ihn im Auge behalten. Sobald er aus dem Versteck ist, müssen wir ein Komplott gegen ihn schmieden. So, 8 von 6 momentan an... Domänen. Wir könnten eine abgeben. Wenn ich mich nicht täusche, hier oben den Stamm könnten wir abgeben. Dann wären wir eins drüber. Wir geben mal einen Stamm ab. Eieiei, wir sind echt jetzt 0 Jahre alt. Ihr wisst, was das heißt. Ich muss mal überlegen, ob wir irgendwie vielleicht dann vorspulen oder wie wir das machen. Er ist leider nicht verheiratet. Such dir mal eine nette Ehefrau. 29, eine 20 Jahre alt. Und dann bekommst du einen Landtitel und zwar... Ach, geht ja wieder nicht. Das ist immer ein bisschen schade, dass die Regenten dagegen sind, dass dieses Land abgegeben wird, obwohl wir dann weniger Domänen haben, weniger eigene Domänen haben. Das ist echt schade. So, er will wieder weißen Frieden. Ja, ablehnen. Weil ich würde ja gern was abgeben, aber wenn die Vasallen mich nicht abgeben lassen, oder nicht die Vasallen, der Regentschaftsrat, das ist halt ein bisschen schade dann. Ich würde gern ein bisschen Macht abgeben, aber es ist mir nicht erlaubt.
Oh je, oh je. Verlöbnis arrangieren. Prinz von Sachsen mit unserer Mutter. Nee, unsere Mutter wird nicht mehr. Wird nicht mehr verheiratet. So, 79%. Habe ich gar nicht gelesen vor lauter Aufregung, was dabei stand, als unser edler König gestorben ist. Naja. Weil der war wirklich super. Ich trauere um ihn. Er war ein guter Herrscher. Er war ein sehr, sehr guter Herrscher. So, und jetzt schauen wir uns mal die Meinungen an hier. Oh, es geht noch. Hälfte, Hälfte ungefähr. Hälfte, Hälfte ist okay. Ja, Domäne zu groß. Wir müssen die weggeben. Wenn ihr da einen Tipp habt, wie wir die wegbekommen. Ich denke mal, wenn der Rat wieder nicht mehr unzufrieden ist, dann können wir das machen. In der Zwischenzeit müssen wir damit leben, beziehungsweise jetzt will er hier oben wieder zurückbelagern. Beziehungsweise... die Leute erstmal gut bestechen. Wir sind bei 96%. 100% und können wieder Leute einsperren. Achso, wir müssen erst noch zurückbelagern hier. Na gut, dann kümmern wir uns erst noch um dich hier. Weg mit dir, mein Junge. Dann holen wir uns noch die Plünderer hier oben. Weil die schon hier stehen. Kommandant verloren, ist okay. Und währenddessen belagern wir die letzte Domäne zurück. Und damit sollten wir jetzt hoffentlich Frieden machen können. Immer noch nicht. Kein Besitztum von Everts wird durch Herzog Alim besetzt. Habe ich was verpasst? Muss ich... Ach, hier oben. Nee, hier oben. Ich muss doch nicht alles ersetzen. Seit wann muss ich denn alles ersetzen? Das wird von uns. Er hat doch nichts mehr bei uns belagert. Ich war's falsch hier. Hier oben? Nee. Ihr seht das bestimmt gleich wieder. Aber mir fällt es momentan einfach nicht auf. Aktuell. Das hier? Oh! Hä? Wird der hier unten belagert? Ist ihm der Krieg erklärt worden? Oh, verteidigt gegen Herzog Alim, der Verführer. Ach so. Jetzt ist hier unten auch noch einer. dann müssen wir offenbar noch nach Süden marschieren. Und das zurückbelagern, könnte ich mir vorstellen. Alles andere. Wir müssen ja nicht alle Revoltenprovinzen besetzen. Das ist ja komisch. Das mit dem Besetzen, beziehungsweise dass du nicht Frieden machen kannst, das fällt mir auch erst auf seit kurzem. Ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, aber das muss doch irgendwann mal erst durch einen Patch geändert worden sein. Weil mir das vorher nie so bewusst war, dass man hier zurückbelagern musste, schauen musste, dass die Provinzen wieder... Ui, stopp! Dass die Provinzen wieder passen. Ist, läuft schon rein. Das muss irgendwann erst vor kurzem geändert worden sein, habe ich das Gefühl. So, wir vertreiben ihn mal. Und verfolgen ihn weiter nach Rosello hier rüber. Blöd, dass wir hier seine Schlacht schlagen müssen. Wir bekommen ein bisschen Geld, das ist gut.
Ich darf nicht vergessen, die Vasallen zu schmieren. Und ich bin schon wieder am Ende der Folge. Es kommt ja noch dazu. Also, was ich jetzt mache, Leute, ist, ich werde mal die ganzen Vasallen schmieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir die Revolte abschließen, hoffentlich erfolgreich. Ja, und dann werden wir 14 Jahre warten. Und erstmal unsere Kindheit genießen. Eureka.